So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ihr habt gerade ein bisschen was im Hintergrund gehört. Ich bin nämlich heute wieder nicht alleine. Die Welli ist heute bei mir. Sag doch mal Hallo. Hallo. So. Wir wollen heute das Spiel bis zum Ende der Hauptstory machen. Also ich habe es zumindest soweit geplant jetzt mal, dass wir es soweit machen. Ich hoffe einfach mal, dass wir das soweit schaffen. Und wir schauen jetzt einfach mal hier, wie es weitergeht mit Kapitel 19, nächster Stopp, verborgenes Land. Ich sehe ja unglaublich viel. Ich sehe eine Knuddelluftgilde. Ich sehe fast gar nichts. Oh, Gildenmeister! Wie geht es, Plaudergeil? Kommt er wieder auf die Beine? Yep! Er muss heute Nacht schlafen und sich erholen. Ich denke, es wird ihm morgen besser gehen. Ja! Ich freue mich, das zu hören. Jawohl, ja, es ist eine echte Erleichterung. Donnerwetter! Hey, hey, das ist super. Plaudergeil wird wieder gesund. Hey, hey! Gildenmeister? Was gibt's denn, Flora? Gildenmeister, du sagtest, Plaudergeil hätte dich in dieser Höhle vor langer Zeit gerettet. Kannst du uns davon erzählen? Yep. Folgendes gestartet damals. Gildenmeister, pass auf! Kabutops und seine Schergen griffen uns ohne Vorwarnung an. Plaudergeil reagierte zuerst und schirmte mich von ihnen ab. Dabei wurde er K.O. geschlagen. Danach habe ich Kabutops und seine Bande Sterne sehen lassen, aber Plaudergeil war außer Gefecht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich geriet in Panik, weil ich Plaudergeil nicht helfen konnte. Da tauchte Lapras auf. Lapras? Yep, Lapras. Lapras rettete Plaudergeil. Oh, ich verstehe. So hast du also Knuddelwurf kennengelernt, Lapras? Ja, ich hatte überhaupt nicht vorgehabt, mich zu erkennen zu geben. Aber ich änderte meine Meinung in der Sekunde, als ich Plaudergeil auf dem Boden liegen sah. Ich musste einfach helfen. Später rang ich Knuddelwurf ein Versprechen ab. Ein Versprechen? Ja. Hey, hey, was für ein Versprechen denn? Ich glaube, Lapras erkannte sofort, dass wir ein Erkundungsteam waren. Daher verfolgte er die folgende Strategie. Er sagte, dass er nicht wüsste, ob wir Banditen mit großem Ehrgeiz seien oder aber ein Erkundungsteam mit guten Absichten. Deshalb bat er uns um des Weltfriedens willen, er bat uns nicht, dieses seltsame Muster dort zu untersuchen. Darum bat er uns. Und? Was hast du ihm geantwortet, Gildenmeister? Knuddelwurf versprach, mein Ansinnen zu respektieren, mir zuliebe. Er sagte, er schulde mir Dank dafür, dass ich Plaudergeil zur Hilfe gekommen war. Und dass er alle Untersuchungen in diese Richtung beenden würde. Das ist also passiert. Aber warum wolltest du niemanden das Muster untersuchen lassen? Im verborgenen Land. Dort steht der Zeitturm, in dem Dialga herrscht. Dialga befürchtete, Eindringlinge könnten Chaos am Turm der die Zeit reguliert, verursachen. Dialga entschied sich dafür, den Zeitturm zu schützen. Er versteckte das verborgene Land in einer Spalte in der Zeit. Eine Spalte in der Zeit? Ja, das ist schwierig zu erklären, aber es ist eine Spalte in der Zeit selbst. Es ist der Abstand zwischen Teilen eines Sekundenbruchteils. Ich verstehe. Kein Wunder, dass niemand diesen Ort gefunden hat. Eine Spalte in der Zeit. Niemand konnte jemals hoffen, solch einen Ort zu finden. Nein. Dialga ließ einen Schlüssel im verborgenen Land zurück. Es ist ein besonderes Fragment, in das ein rätselhaftes Muster geätzt wurde. Als ich die Geschichten des weißen alten Quirtel hörte und als ich das Reliktfragment von Fliegi sah, da verstand ich endlich. Da hat mich jemand auf Facebook angeschrieben, yay. Nice. Ich erkannte, dass das Reliktfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung stand. Ich muss mal ganz kurz Facebook ausmachen. Einen Moment. Ich sehe immer noch nichts. Schau ich gleich mal, aber erst muss ich den Dialog hier durchmachen. Darum eilte ich vor allen anderen zur Salzwasserhöhle hinaus, weil ich Lapras treffen musste. Ich
traf mich mit Lapras und erklärte ihm, was passierte, wie die Zeit überall anhielt und dass die Welt in Gefahr war. Ich erklärte ihm auch, dass die Zahnräder der Zeit zum Zeitraum gebracht werden müssten. Deshalb bat ich ihn, mir zu verraten, wie man zum verborgenen Land gelangt. Und? Was geschah dann? Lapras offenbarte es mir. Er sagte, das Reliktfragment wähle denjenigen aus, der zum verborgenen Land gehen wird. Das Reliktfragment selbst tut das? Es wählt aus? Von selbst? Yep, anscheinend ist es so. Und das Reliktfragment wählte Fliege aus. Hey, warum hat das Reliktfragment Fliege ausgewählt? Ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, die Alga möchte diejenigen, die vom eindringenden Zeitraum abhalten, die böse Absichten im Herzen tragen. Darum ist das wichtigste Kriterium die Herzensgüte. Und deswegen muss das Herz von Fliege auf einer Wellenlänge mit dem Reliktfragment gelegen haben. Wir können nicht mehr tun, um zu helfen. Von jetzt an ruht diese Bürde auf den Schultern von Fliege und Kilian. Dieses Päckchen muss jetzt zu Team Crosshard tragen. Es liegt ganz an ihnen, um zum verborgenen Land zu gelangen. Sie sind es, die die Zerstörung der Zeit aufhalten müssen. Und da darf ich wieder das Abenteuer speichern. Yay. Ich schaue momentan mal ganz kurz auf Skype. Moment, machen wir das nochmal so. Siehst du jetzt wieder was? Nö. No. Dann weiß ich es auch nicht. Hey, Lapras. Ja? Du schwimmst schon seit einiger Zeit. Geht es dir gut? Ja, kein Problem, Fliege. Und kein Grund zur Sorge. Wir sind nämlich gleich da. Da. Man kann es schon sehen. Wo? Am fernen Horizont. Seht ihr da, wo das Meer ein bisschen anders aussieht? Es stimmt. Die Wellen. Die Wellen sind verdreht. Was ist das? Der Rand der Spalte in der Zeit. Das ist das Portal, durch das wir zum verborgenen Land gelangen. Okay, los geht's. Wow, Lapras. Lapras fliegt. Nein, das ist es nicht. Das ist kein Fliegen. Wir überqueren das Meer der Zeit. Lapras, ist es das? Ist dies das verborgene Land? Ja, das ist das verborgene Land. Wir begeben uns hinein. Das ist das verborgene Land. Wir haben es endlich geschafft, hierher zu kommen. Bitte, seht in diese Richtung. Hey, was ist das? Ist das vielleicht... Ja, es ist der Zeitturm. Dort, wo die Alga ist. Das ist unser Ziel. Die Zahnräder der Zeit müssen dahin gebracht werden. Aber, wenn ihr mal genau hinseht, dieser Ort... Er scheint in der Luft zu schweben. Ich frage mich, wie wir diesen Ort erreichen sollen. Ihr müsst das Regenbogenschiff nehmen. Das Regenbogensteinschiff heißt das Ding. Das Regenbogensteinschiff? Ja, fernab von hier findet ihr die alten Ruinen. Dort findet ihr ein uraltes mystisches Schiff, das Regenbogensteinschiff. Es wird euch zum Zeitturm bringen. Danke, Lapras. Damit habe ich meine Möglichkeiten erschöpft, euch zu helfen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Viel Glück beim Erreichen des Zeitturms. Okay. Raptain, Kilian, wir müssen nicht mehr weit gehen. Lasst uns weitermachen. So, jetzt darf ich mich endlich mal hier wieder bewegen und selber spielen. Nach 9 Minuten Dialogzeit. Ach, ich habe schon wieder keinen Platz mehr im Lager. Okay. Dann müssen wir nur die Sachen ablegen, die wirklich... Oder
können wir irgendwas hier rausnehmen, was wir nicht unbedingt brauchen. Ich kann mal zwei Äpfel hier wieder mitnehmen. Moment. Ich pack die Gummis alle mal weg. Ich habe viel zu viel von denen dabei. Mal noch zwei Singlebeeren mitnehmen. Mit. Schadet nie, wenn man von dem Zeug noch ein bisschen mehr dabei hat. Melly hat auch was zu melden. Ja, ich höre sie schon die ganze Zeit im Hintergrund. Ist doch eine sie, oder? Ja. Damit gehen wir jetzt einmal mal los. Durchs verborgene Land. Nehmen wir mein Handy, wenn es funktioniert. Jetzt muss ich hier mal wieder die ganze Steuerung wieder auschecken. Ich habe das nämlich hier ewig nicht gemacht. Okay, was habe ich denn überhaupt fixiert? Donnerblitz habe ich fixiert. Fixier mal lieber einen Donnerschock und mach hier einen Durchbruch. Wer ist wer? Ich bin Pikachu. Ja. Voltensor habe ich ganz ungern als Gegner, die Viecher haben Blitzfänger. Ich weiß nicht wieso das so ist, aber in Mystery Dungeon 1 und 2 finde ich Treppen immer wesentlich schneller als in den neueren Teilen. Ja. Also in Gates to Infinity und in Super Mystery Dungeon, da brauche ich immer eine halbe Ewigkeit, bis ich eine Treppe finde. Durchschnittlich 1 bis 2 Minuten. Hier merke ich auch schneller durch als Super Mystery Dungeon. Hagelt. Ich mag es nicht, wenn es hagelt. Dann sind wir schon beim E4. Gehen wir schnell voran. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Ebenen das verborgene Land hat. Schon wieder eine TM. Oh, Aufbereitung. Nett. Ich will auf jeden Fall noch 2 Level haben. Idealerweise hätten wir die 2 Level noch, bevor wir mit dem verborgenen Land fertig sind. Den Nachteil, den ich jetzt habe, sehe ich nicht. Na gut, die Viecher geben gute P. Brauche ich überhaupt noch 4751 bis zum nächsten? Das ist nicht mehr allzu viel. Hier scheint die Sonne. Da liegt ein Top-Elixier. Ja, jetzt hagelt's wieder. Das Wetter kann sich hier echt nicht entscheiden. Dabei ist doch gar nicht mehr April. Wir haben mittlerweile Juni. Gar nicht weiter. So. Ebene 7. Nicht mal allzu lang. Ich
weiß jetzt nicht, wie viel das Ding hat, aber ich meine, es hatte nicht allzu viel das verborgene Land. Wir haben ja dann auch noch das verborgene Hochland. Ja. Okay, da ist ein Ramaidon und ein Voltenso. Das heißt, ich kann keinen Donnerschlag einsetzen. Hörst du auf, mir mit sowas anzukommen? Kann man schon eine Weile, bis man da durch ist. Haut mir der einfach mal in die Notsituation da rein und haut mich auf 7 KP runter. Gummi und ein Knarkrack. Und jetzt hagelt's schon wieder. Okay. Oh, da oben war die Treppe. Wieso habe ich die nicht gesehen? Ich bin vorbeigerannt. Orangegummi lasse ich hier definitiv nicht liegen. Okay, was lassen wir denn da? Ich trinke einfach ein Top-Elixier und fertig. Dauert noch eine Weile, bis man da durch ist. Na, so lange jetzt auch wieder nicht. Welche Ebene? 9. Es sind noch 6 Ebenen. Noch 15 haben wir? Okay. Und dann noch 8 Ebenen von dem Hochland. Und ich habe Level 36 erreicht. Ich habe gerade mal gegoogelt, weil ich eh nichts sehe. Und Fliegi hat ebenfalls Level 36 erreicht. Ja gut. Pikachu und Riolu haben sowieso selben Abstände mit den Leveln. Und direkt nächste Treppe. Ein Braungummi. Dann lassen wir den halt einfach. Wieder ein bisschen IQ zumindest. Was haben wir hier? Ein Warp Orb. Ja, wäre was Nettes für Monsterräume, aber spätestens wenn ich Level 37 bin, mache ich die Monsterräume sowieso auf meine Art. Okay. Agilität, Ladungsstoß nennt sich das Ganze dann. Doch. Muss ich nicht verstehen. Ja, also kurz gesagt, man verprügelt den ganzen Monsterraum innerhalb von 2 Attacken, ohne dass sich der Raum wehren kann. Ich bin immer zu abgehauen. Kann man machen, aber ich bevorzuge es, die zu verkloppen. Es gibt EP. Wenn ich eh schon Level 100 bringe, was bringt mir das? Falle. Schon wieder ein Knackrack. Alles klar, Melly. Keine Aufmerksamkeit. Da haben wir wenigstens den Grund, warum es hagelt. Da rennt ein Rexbläser rum. Mehr liebe Aufmerksamkeit. Ach, meine Wellensätze hier wollten das auch immer.
Aber ich habe momentan keine Wellensittiche mehr. Die letzten drei, die ich hatte, sind mittlerweile alle tot. Ja, ich habe der ist auch der letzte, der überlebt hat. Schon fünf oder so? So, eine Ebene noch. Das passt dann auch schön von der Paarzeit her, sehe ich gerade, wenn ich die jetzt noch einigermaßen schnell finde. Bei ziemlich genau 20 Minuten bin. Wie viel brauche ich eigentlich? 15.000 EP brauche ich jetzt noch bis zum nächsten Level. Ist ja nicht Spiel. In dem Fall leider schon. Ach, Angeberei, hör mir doch damit auf. Wenn man genug Gegner findet, ist es nicht viel. Kommt noch drauf an, wie viele EP die Gegner geben. Ja, das stimmt. Magen knurrt. Wieso tut er das denn? Ich hab Hunger. Ja, sind wir ja durch. Zumindest fast eine Ebene haben wir noch. Moment, wo war der Knopf nochmal? Nee, das war der falsche. Der war's. Ich könnte jetzt parallel mitspielen, aber ich bin zu voll, mein Spiel zu suchen. Okay, ich lasse das Zeug jetzt hier einfach liegen. Ist mir auch schon egal. Dauert eh noch eine Zeit, bis ich mal wieder nach Schattstadt komme. Schlaforb ist was Nettes, auch da ist die Treppe.